So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt mache ich mal kurzen Kameraschwenk und versuche mal, ob das jetzt mit 50 Hertz für euch besser läuft. Tatsache, das soll mal einer begreifen. Das soll mal einer begreifen. Ja, jetzt läuft das gerade wieder absolut sauber. Ich bin jetzt, ich habe jetzt gerade mal auf 50 Frames jetzt mal runtergesetzt. Tatsächlich sogar wieder eine höhere Auflösung. Ich habe vorher 1080p mit 60 Frames gehabt, beziehungsweise 720p mit 60 Frames. Und jetzt bin ich mal auf 1080p mit 50 Frames gegangen zum Ausprobieren. Ist jetzt halt. Na, dann will ich mal probieren. Ich hoffe mal drauf, dass es jetzt wirklich so jetzt dann wenigstens stabil läuft. Ich habe jetzt wirklich dann nochmal die Bildwiederholungsrate geändert. Habe ich auch noch nicht erlebt, also. Möglicherweise hat Twitch gerade vielleicht auch ein Problem mit 60-Frame-Material. Ich weiß es nicht. Also bis jetzt sieht es ja echt super aus, also auf meinem Kontrollschirm. Ja, da habe ich ja jetzt ein Stückchen vor mir. Ja, vor allen Dingen, es ärgert mich einfach unermesslich, dass man dann eben halt auch wirklich so Streams dann eben halt dann so eben halt dann erstmal dann abbrechen muss und dann natürlich dann auch zum Teil manchmal dann auch Zuschauer verloren gehen und so weiter. Das ist zum Erbrechen. Das ist zum Erbrechen. Na, mal gucken, wie viele sind denn hier? Okay, da sehe ich eine Fackel da hinten schon mal, da vorne. Da die dritte. Ich habe jetzt gerade erstmal jetzt wirklich nur bei den Leuten jetzt auf die Fackeln geachtet. Ja, ich habe ja, weil du jetzt gerade scheiß vorhin wegen mehr Geld haben für den, ja, ich habe jetzt Twitch ja natürlich jetzt noch nicht auf Affiliate-Status gesetzt, weil ich bin einfach der Meinung, bevor ich mir das jetzt mit Papierkram und wenn ich alles hier bei Twitch jetzt antue, da muss dann auch wirklich schon, ich sag mal, ein gewisser Durchschnitt da sein, damit sich das lohnt, ne? Weil dann ab da würde ich dann natürlich auf Abo umstellen. Ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich im Endeffekt ja eigentlich auch nur noch von der durchschnittlichen Zuschauerzahl insofern nur noch davon entfernt bin, auch sogar Twitch-Partner werden zu können. Also Affiliate bin ich schon eigentlich sehr lange schon. Nur ich habe eben halt dieses Angebot eben halt nicht angenommen, weil ich habe einfach persönlich keine Lust, jetzt dann irgendwie für 5 Euro oder sowas, die man dann da irgendwie zwischendurch mal macht oder sowas, seine Steuererklärung machen zu müssen. Das ist dann den Aufwand einfach nicht wert und ganz ehrlich, ich bin dann auch froh, dass ich dann eben halt auch feste Zuschauer habe und so und ich sag mal so, wenn wirklich dann eben halt entsprechend, ich sag mal, ein gewisser Durchschnitt da ist, dann denke ich, werde ich dann eben halt in die Richtung gehen, dass man eben halt Abonnements und so weiter eben halt für meinen Kanal hier eben halt abschließen kann, aber bis jetzt habe ich das jetzt so noch nicht in Sicht. Mal gucken, wie sich das jetzt noch so ergibt in der nächsten Zeit, was die Zuschauerzahlen angeht. Dann würde ich, wie ich bereits sagte, dann eben halt gleich direkt einen Schritt weitergehen und direkt auf Twitch Partner gehen. Das sind echt nicht wenig. Also hier ist ganz schön was los. Die sind auch verdammt weit weg. Oh, das war sogar eine von den großen, glaube ich.
Und da kommen nochmal zwei. Da hinter mir in der Hütte rennt ja auch noch einer rum. Das heißt, ich darf jetzt auch nicht irgendwie ungünstige Bewegungen machen. Ah, schön ruhig bleiben. So. Auf jeden Fall schauen, dass ich mir so viele Pfeile wie nur möglich wiederhole. Das war doch ein Kopfschuss. Warum kriege ich im Moment keine Pfeile wieder? Ich glaub's ja nicht. So, auf jeden Fall will ich jetzt gleich die Hütte noch eben looten. Wo der andere Typ noch rumrennt. Ja, wenigstens kriege ich den wieder. Oh, da ist noch einer. Oha! Kommt er noch mal her? Ja, ja. Das ist mir auch schon aufgefallen mit dem Durchkriechen. Oh, ey, immer diese Waffenwechsel, ne? Warum? Gott ist erheblich. Ja, normalerweise gucken sie sich jetzt zumindest eben noch ein bisschen um oder so, aber der läuft komisch. Hä? Muss man jetzt nicht verstehen. Ich habe jetzt extra... ist extra ein Bullet Drop berücksichtigt. Da, aus die Maus. Guck mal, ein bisschen Glück steckt mein Pfeil hier noch. Jo, Tatsache. Na komm schon. So, dann ist das hier jetzt abgefarmt. Da sind echt viele, verdammte Axt. Wir machen uns verrückt. Die Hofs können nicht so weit vorgedrungen sein. Wenn du dich irrst, ich schütze uns. Verdammt, sind da viele. Oh, das ist doch, glaube ich, schon wieder... Oh, die kommen ungünstig. Das ist dann so doof, wenn die dann zu zweit angewuselt kommen. Wäre auch natürlich cool, wenn man auch, obwohl ich jetzt schon mal den Vergleich dann auch zu Assassin's Creed ja auch schon mal gezogen hatte. Ah, der Pfeil ist zerbrochen. Wenn man zum Beispiel auch Leichen wegtragen könnte, um die Aufmerksamkeit genau in die Richtung zu lenken, wenn man sie haben möchte. Das Risiko gehe ich nicht ein, bevor mir jetzt dann irgendwie... So, der da hinten, der dürfte mich eigentlich normalerweise nicht so schnell bemerken. Das wäre, glaube ich, eh nicht zu holen. Was haben wir da? Ach, nur ein Stück Holz.
Ich und mein Holz, ich und mein Hoffholz. Was? Ey, und es fängt wieder an zu pixeln. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wow! Oh shit. Shit, 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 shit. Ich hoffe, ich komme jetzt schnell mit uns Glas. Ah nein, da steht die da. Oh nein, das ist krass zu Ende. Oh nein. Keine Gnade für dich. Alter, ernsthaft? Da rennt mir die KI hier vor. Der steht ja auch total super da. Ja, Kollege, so ist gut. So ist gut. Na, nein, ey, ernsthaft? Die bringt mich so durcheinander. Nochmal eben die Position wechseln. Boah, gerade noch rechtzeitig gehört. Ich glaube, das war's. Ja. Das war hart. Gehen wir zum Dorf. So, schön alles erstmal wieder mit. So, ich hoffe mal drauf, dass ich hier zumindest irgendwie noch ein bisschen Pfeile zurückkriege. Ach Leute. Naja, lieber die drei Pfeile als keine. So.
Hau mal drauf, dass jetzt erstmal nicht irgendwie wieder ein paar angepisste Leutchen hier irgendwie rausgerannt kommen. So, ich hoffe, es kommt vom Bild trotzdem irgendwie halbwegs bei euch jetzt an. Ich sehe so ein minimales Pixeln ist da, aber das ist längst nicht mehr so schlimm, wie es gewesen ist. Also gebt gerne Bescheid, wenn das dann wieder zu übel wird oder so. Weil ich ja natürlich hauptaugenmerklich natürlich bei mir hier auf den großen Screen gucke und natürlich nicht immer eben wieder. Ja, ich weiß ja, aber. Ja, wie gesagt, das war ja jetzt auch so gedacht, ne? Ich habe jetzt versucht, wirklich mit den Frames, mit den 50 Hertz also so ein bisschen zu kompensieren eben halt. Ich brauche keinen Tipp, ich weiß, wo ich hin muss. Hier ist es. Komm schon. Was macht der Arm? Tut weh. Hier lang. Das ist bestimmt wieder was zum Lesen oder so, oder? Ah, ich bin ja gerade froh, dass ich so wie in der Kampfsituation jetzt von gerade, dass ich da dann immer geguckt habe, dass ich Schalldämpfer habe. Die haben mir jetzt gerade echt viel Stress gespart. Hallo Mango, schön, dass du da bist. Ich wollte, dass sie mich versteht, aber sie hat mich nur angeschrien. Dann ging sie auf mich los. Ich wollte sie aufhalten. Ich habe sie nur von mir weggestoßen und sie ist gegen den Tisch gefallen. Und hör zu, Yara. Du hast dich nur verteidigt. Du hast nichts falsch gemacht. Ja, das ist dann wohl nicht so gelaufen, wie Leif sich das vorgestellt hat. Yummy Räuchergrillfisch. Nom nom. Sollten wir nicht zu unserem Boot zurück? Nein, Kampfgeräusch von da hinten.
Ich höre überall Kampfgeräusche. In Haven gibt's viele Boote. Das dachte ich auch. Wir können durch die Altstadt abkürzen, die Hauptstraße meiden. Wie weit weg ist Haven? Weit. Das ist unsere beste Chance. Folge uns einfach weiter. Und voran. Ja, das ist ja das, was Isaac ja angekündigt hat, als Abby ja fahnenflüchtig geworden ist. Dass die Wolves eben halt hier die Insel angreifen wollten mit einer Großoffensive. Deswegen haben die ja auch so viele Leute ja in den Lagern da ja gesammelt. Und das Wetter wird nicht besser gerade. Was war das? Ob es da was zu holen gibt? Anscheinend nicht. Ach guck, haben sie hier sogar noch so einen Rest stehen lassen von dem Haus. So, natürlich nochmal eben umgucken. Oh geil. Sehr schön. Ich glaube, das ist jetzt glaube ich auch Max-Kapazität. Medikit nehme ich auch sehr gerne mit. Bin ich ja echt ein gutes Entlang ja nur mit einem Medikit rumgerannt. Ich mach deinen Arm. Dem geht's gut. Immer müde. Jara. Mom hat mit ganzem Herzen geglaubt. Ich weiß. Warum ist ihr das dann zugestoßen? Unser Glaube macht uns nicht unsterblich. Verlust lauert an jeder Ecke. Aber unser Glaube führt uns und gibt uns die Kraft, über Verluste hinwegzukommen. Sie führt uns. Das ist die Straße, Winter. Los, rein. Schnell. Bloß mitnehmen die Munition. Krempel, Krempel, Krempel. Nee, nicht schnell. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob hier Zeug liegt. Das ist total wichtig. Wir lassen so viele Leute zurück. Wir können ihnen nicht helfen. Ich weiß. Na dann. Okay. Oh Gott. Wir müssen von der Straße runter. Ja, Krieg ist halt scheiße. Die wurden ja wirklich regelrecht exekutiert. Natürlich, für Krempel muss immer Zeit sein. Wo treffen wir uns mit Isaacs Gruppe? Drüben beim alten Kunstwurm. Das ist nicht weit von hier. Ja, ist natürlich, ob das jetzt ein unbedingt fairer Kampf ist, was da hier so gerade passiert, weil die sind, die Wolves sind ja natürlich mit Gewehren und was nicht alle für Waffen dann entsprechend ausgestattet. Ich sag mal, die Scars können sich durch Guerilla-Taktik und so weiter dann eben noch wehren in den Wäldern, aber ich sag mal jetzt so auf einem Feld. Und wenn sie dann mengenmäßig niedriger sind,
Das ist eigentlich nur ein Gemetzel. Gasse auf der anderen Seite. Los. Nein. Krempel. Nein. Krempel. Ich komme mir auch nicht hinterher. Ist das eine Spezialkrempelecke? Okay, ich kann hier aber nicht hochklettern. Komisch. Nein, nein, nein. Abby ist keine Wolf. Abby gehört einfach zu Jackson. Die Wolves, das ist ja eine Seattle, Achso, Abby. Ach, entschuldige, ich hatte jetzt mich verlesen. Nein, Abby, ja. Jein, ne? Also, ich sag mal so, wie sie sich jetzt entwickelt hat, war sie eher eine Wolf, würde ich sagen, ne? Weil, dadurch, dass sie jetzt fahnenflüchtig ist, ne? Also im Prinzip ist sie ja eigentlich eine Deserteurin, wenn man es so nimmt. Ich verstehe das nicht. Ja. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Gibt's hier jetzt auch wohl nichts mehr zu holen? Ja, das geht jetzt richtig rund hier gerade, voll Kriegsgebiet. Zeug. So, wie sieht's denn aus hier? Ja, Messer habe ich auch noch. Ja, es sieht eigentlich alles gut aus soweit. Machst du? Lass mich das erklären. Was ist da hinter dir? Mein Lebensretter. Geh aus dem Weg, wir klären das zu Hause. Er gehört nicht zu denen, bitte. Abby, weg da. Verdammt, er ist noch ein Kind. Du hast 3 Sekunden, um von dem Scar wegzugehen. 1. Willst du mich wirklich erschießen? 2. Ich werde nicht weggehen. Nein! Was zur Hölle? Das geht nicht! Scheiß-Leute! Hey, ich bin auf deiner Seite! Hör zu. Wir müssen uns hier rauskämpfen, okay? Und dann musst du uns zu diesen Booten führen. Wir lassen uns nicht aufhalten. Ja? Okay. Okay. Mir nach.
Jetzt ist Abby definitiv kein Wolf mehr, würde ich mal so sagen. Oh, da war was am Linken. Ist natürlich bitter, ne? Man hat sich ja jetzt auch dann eben halt so mega den Arsch aufgerissen für Hera. So, erstmal alles mitnehmen, was geht. Und Lampe wieder aus. Ach du Scheiße. Komm schon raus, Abby. Bringen wir es hinter uns. Hast du sie gewarnt? Verdammte Schlange. Fuck, das sind auch schon wieder so viele. Ach komm, ernsthaft? Da, jetzt aber. So, ich hoffe, dass es jetzt wieder funktioniert. Ich habe gerade nur die Meldung gekriegt, dass ein Serverabbruch gewesen ist. Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel da los ist. Was jetzt in der letzten Zeit hier gerade bei Twitch abgeht, das ist echt ultra nervig. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich habe gerade nur eine Meldung auf der Konsole gekriegt, dass ein Serverabbruch war. Ja, das hat mir jetzt natürlich jetzt auch das Genick gebrochen, weil, ganz ehrlich. Komm, knall mich ab. Ja, super. Weil ich war jetzt auch so irritiert jetzt natürlich, weil ich habe dann in der Mitte vom Bildschirm offenbar diesen Button, den Flatschen da gekriegt. Ist auch ein bisschen bescheiden hier die Stelle. Ah, man sieht auch nicht durch die scheiß Taschenlampen. Ja. Komm schon. Komm um die Ecke. Trau dich. Ey. Das ist aber auch echt kacke mit den beiden, die da kreisen. Das ist echt übel. Ich muss mir also eine andere Taktik einfallen lassen.
Ernsthaft? Sind zwar noch einige, aber da sollte man jetzt gut mit klarkommen. Ah, die stehen auch schon gleich hier. Pass in Deckung. Zwei Schuss habe ich noch mit dem Schalldämpfer. Da oben. Oh fuck, da sind immer noch so viele. Was soll das denn? Man konnte noch nicht mal mehr ausweichen. Ey, was soll sowas denn bitte? Ey, das ist doch wohl mal echt kacke. Es hat jetzt gerade eigentlich so gut geklappt eigentlich. Ja, das Problem ist also, wenn ich jetzt laut vorgehe, die kriegen natürlich raus, wo ich bin. Das ist das Problem. Und bei der Menge von Leuten, da dauert das natürlich nicht lange, bis die einen platt machen. Ja. Das meinte ich mit dem laut vorgehen. Also da bringen dann auch Bomben oder sonst was nichts. Ich muss echt gucken, dass ich da irgendwie durchgeschlichen komme.
Weil bei der Menge von Leuten, na, wenn du direkt dann so, ah, okay, wir haben einen fairen Checkpoint. Die kommen ja gleich dann immer sofort in rauen Mengen dann gerade, die ganzen Jungs, ne? Ach, da kommen nämlich jetzt gerade die... Ach du Scheiße! Jorge? Alles klar. Ich passe auf. Ach du Scheiße! Mann! Ach komm, echt jetzt? Ey! Oh Gott, dann ist hier so eine komische Senke irgendwie. Das müsste aber, glaube ich, die letzte sein. Hm?
Na also, geht doch. Ja. Lev, bist du noch da? Ja. Los, zum Ausgang. Das ist natürlich jetzt total toll. Man kämpft jetzt gegen Skars und Wolves. Moment, da kann ich jetzt auch mal kurz gucken, ob ich hier abfahren kann. Jetzt habe ich hier eh leer geräumt. Ist ja schon relativ groß hier, das Gebiet. Perfekt. Genau da, sowas habe ich eigentlich gesucht. Genau das. Warte mal kurz. Ich halte die Augen offen. So, wie sieht der mit Schalldämpfer aus? Ja, zwei Schuss noch. Ach, ansonsten sieht eigentlich noch alles ganz kommod aus, würde ich mal sagen. So. So, also machbar ist es. Ich denke tatsächlich so, diese Kombination aus beiden. Erst ein bisschen schleichen, versuchen so viel wie möglich wegzuräumen und dann irgendwann ist man an einem Punkt, wo es einfach nicht mehr funktioniert, weil ihr habt ja gesehen, wo ich dann an die Tür gegangen bin, aber irgendeiner hat einen trotzdem bemerkt. Drei, ja gut, macht keinen Unterschied. Einzige, was ich machen könnte... Einmal so, jetzt das Ding nämlich wieder heile. Und hat längere Haltbarkeit jetzt. Gib mir Deckung. Ja. So. Ist doch egal. Wir verschwinden von dieser Insel. Wo lang? Radiosender. Dort gehen wir durch. Wie weit von hier liegt dieses Haven? Noch ein ganzes Stück. Ah, so weit scheint das ja jetzt momentan ja bei euch ja ganz lustig zu laufen, oder? Ich habe jetzt gerade noch mal kurz auf den Rechner geguckt. Lev, hol die Leiter runter. Ja, Mädel. Das muss ja wohl der Bereich sein, der von den Skars dann auch nicht bewohnt wird. Weil die ja sowas ja völlig ablehnen. Okay, was habe ich hier? So, ich bin jetzt natürlich nur eben dran gegangen, damit ich die Werkbank immer entsprechend nochmal besucht habe. Großes Update und deshalb dann neu hochfahren. Nee, ich habe tatsächlich jetzt gerade ja diesen Abbruch ja gehabt. Und habe ja vorher die Bildrate ja geändert. Ja. Oh mein Gott. Ist das Haven? Ja. Was davon übrig ist. Lev, wo sind die Boote? Bei den Docks. Hinter dem Feuer. Sollten wir dahin, ehe alle weg sind, oder? Ja. Wir werden auf dieser Insel nicht sterben. Ich weiß. Gehen wir runter. Ja, es geht schon ganz schön ab hier. Schön, jetzt haben sie sich untereinander hier. So, erstmal Licht aus.
Na, wo sind sie denn alle? Oh, es geht richtig rund hier. So, jetzt waren aber schön zwischen den Fronten. Ich warte jetzt erstmal einen Moment ab, dass die sich jetzt nochmal wieder gegenseitig anfangen zu behaken. Ich hoffe jetzt doch, dass ich so vorbeikomme. Weil, ganz ehrlich, sonst sich gegenseitig umbringen. Sich jetzt schon viel Stress sparen hier gerade. Weil, warum soll ich jetzt eben halt Energie und Ressourcen da reinstecken, um jetzt hier irgendwie die Leute zu umzubringen, was mir ja sowieso im Endeffekt nicht viel bringt. Da haben sie sich wohl verschanzt anscheinend. Da werde ich wohl nicht viel weiter haben. Da muss ich das gleich wohl wieder anfangen selber auszuteilen. Ich bin schon mal auf dem Weg. Da! Sie sitzen in der Falle! Erlösen Sie! Boah, das geht ja richtig rund. Ja, und ich komme hier natürlich nicht rum. Shit. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal abwarten, welche der Fraktionen sich jetzt gerade durchsetzt. Dass ich hier durchs Gebäude dann komme. Ah nein, duckt er sich genau in dem Moment. Aber es wird nämlich schon so langsam ruhiger hier. Okay, drei sind noch da. Ach, die hängt aber auch echt kacke. Eiert da jetzt auch gerade nur in Deckung rum, das ist eigentlich ganz gut, das ist für mich jetzt gerade eine super Sache. Kann ich ja in Ruhe anvisieren und weg damit. So, mal gucken. Da ist Kollege Schnürschuh. Reicht natürlich nicht.
shit. Kommt wieder einer? Da, auch einer meiner Entdeckung. Ach, da bist du. Aber das ist mir auch jetzt die Ressourcen gerade wert. Aber mir insoweit jetzt erstmal hier den Platz zu schaffen, damit ich dann auch wirklich da die Bude da jetzt gleich looten kann. Ach, da auf der Ecke. Ach. Das ist ja schon fast Stalker-Qualität. Hä? Wer sieht mich denn? So. Ich sehe niemanden. Nicht nachlässig werden. Na okay, den Pfeil hat's zerbrochen. War aber jetzt okay. Also vom Aufwand jetzt von den Kugeln und was ich verbraucht habe. Ach Gott, ich hätte hier sogar noch mit der großen Kelle austeilen können. Aber da man sowas vorher ja nie weiß. Abby, ich hab ne Idee. Auch voll. Ja, bevor wir zu deiner Idee kommen, Kollege, looten. Ich glaube, das war alles. Jetzt können wir zu seiner Idee kommen. Halt, stopp! Das Pferd könnten wir gebrauchen. Halt sie! Ja, man hätte jetzt natürlich Bomben reinhauen können oder sowas, ne? Aber wenn man vorher nicht weiß, welche Ressourcen drin liegen. Moment! Abby! Oh, shit! Weiter!
wollte ich gerade auch schon sagen. Die Stimmung ist definitiv heiß. Wir müssen weiter. Dort! Die Docks! Okay, wir müssen hier raus. Abby, hier lang. Aha, nein, jetzt reichen die Lappen nicht. Ah. Geh doch! Yay. Ja, gerne. Schön, dass du da warst, Langoschnitte. Bis zum nächsten Mal. Also am Freitag mache ich wieder einen Stream, dann wieder den Salty Friday. Und Samstag geht es hier weiter. Beziehungsweise Freitag Salty Friday, Samstag. Muss ich gucken, wie spät ich das schaffe, zurückzukommen. Kamera, die ist so toll. Ah!
Das war ein Fight. Ja, der Rucksack, der ist natürlich weg, ne? So, ja, das ist auf jeden Fall dann jetzt auch, denke ich mal, ein ganz guter Punkt, um für heute zum Ende zu kommen, weil ich bin auch echt todmüde und muss morgen ultra früh aus dem Bettchen springen. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich werde sonst mal gucken. Normalerweise, denke ich, würde ich es dann doch eher dann morgen schaffen, dann eben hier im Spiel weiterzumachen und halte mir Samstag offen, weil ich da sowieso dann auch noch unterwegs bin und so. Und deswegen würde ich dann morgen im Stream dann hier weitermachen. Gewohnte Zeit, gewohnte Stelle, gewohnte Welle. Und dann geht es dann eben halt nochmal weiter mit dem Spiel hier. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schöne Nacht noch. Und dass ihr gut ans Liegen kommt und sowas. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dann morgen auch wieder mit dabei seid. Und ja, wie gesagt, wie immer, 9 Uhr. Und dann würde ich sagen, reingehauen, genau, munter, munter, ne? Und wir sehen, schreiben, lesen, whatever, uns dann morgen und dann in alter Frische. Und macht euch noch einen schönen Abend. Bis dann, gute Nacht.